Von Papst Franziskus ist eine zweite selbstverfasste Enzyklika erschienen, Fratelli Tutti, die so eine Art Weckruf, ein Ruf in die Umkehr ist und sicherlich viele Diskussionen anstoßen wird. Wie bedeutend ist eine Enzyklika? Also eine Enzyklika ist eben ein Rundschreiben, ein Lehrschreiben, in dem der Papst sich an die Gläubigen wendet, aber eben auch an alle Menschen guten Willens. Es sind keine Lehrdefinitionen enthalten in diesem Schreiben. Es ist von daher Teil des umfassenderen Verkündigungsauftrags des Papstes. Für Gläubige eine wichtige Stellungnahme, mit der man sich auseinandersetzen sollte, und für alle Menschen ein Angebot, ein Gesprächsangebot. Wie politisch ist Papst Franziskus? Insofern er als Oberhaupt der katholischen Kirche auch auftritt und als Oberhaupt des Vatikanstaats, findet er natürlich stark Gehör und hat er eine Stimme, die wahrgenommen wird. Und gleichzeitig ist es eine politische Stimme, die eben so etwas wie ein öffentliches Gewissen darstellt. Er spricht sozusagen auf dieser Gewissensebene zur Menschheit. Ist diese Enzyklika eine Utopie oder realistisch? Auch da wieder, wenn ich jetzt sozusagen das realistisch in wahrscheinlich übersetze, bin ich eher skeptisch, weil die Strukturen so stark sind und die Interessen der Mächtigen eben entsprechend diese Strukturen auch beherrschen. Aber ich glaube, dass dieser Veränderungsimpuls durchaus auf fruchtbaren Boden fallen kann. Einerseits, weil die Enzyklika nicht als Utopie oder als ideales Bild oder als abstrakte Lehre formuliert ist, sondern sehr konkret, ein bisschen predigthaft auch, aber in einem guten Sinn, also sehr appellativ im Grunde genommen dafür wirbt, sich auf die verdrängten Momente der Realität einzulassen, die Wirklichkeit breiter wahrzunehmen und sich von dieser Wirklichkeit verpflichten zu lassen, auch fürs Engagement und für den anderen hin, auf den anderen hin zu öffnen. Ein zweiter Punkt, warum ich glaube, dass sie auf fruchtbaren Boden fallen kann: die Krise ist offensichtlich. Und wir erleben, wie das, was wir für Normalität gehalten haben, was wir für Stabilität gehalten haben, auf vielen, vielen Ebenen wegbricht. Jetzt akut mit Corona. Aber wenn Sie sich die Krise der westlichen Demokratie anschauen, das ist ja wirklich schockierend. Und man kann ja auch fragen, wie kann es überhaupt zu diesem Phänomen des Trumpismus kommen? Warum ist das in Polen und Ungarn so gelaufen? Das hat ja alles Gründe, auch mit der Entwicklung der letzten 30 Jahre im Grunde genommen. Und von daher denke ich, dass wir tatsächlich in einer Situation der Krise stehen, wo eine neue Entscheidung notwendig und möglich ist. Also dass jetzt sozusagen der Zeitpunkt wäre, umzusteuern. Das wird nicht von alleine geschehen, das wird nur geschehen, wenn viele Menschen initiativ werden und sich zusammentun und wir in diesem Sinn politisch agieren, wie das in der Enzyklika auch dazu aufgerufen wird.